Inspiriert von den historischen Ereignissen Charakter dieser fiktiven Werk wurden von einem multikulturellen Team von Angehörigen verschiedener Religionen und Glaubensrichtungen erschaffen, entwickelt und produziert. Ubisoft. Animus. Powered by Abstergo. Ja, und wie ihr seht, es geht los. Assassin's Creed Liberten HD. Es gibt auch offensichtlich eine HD, also eine HD-freie Version, kann man sagen. Aber ja, ich habe die Version HD. Und ja, wir spielen endlich. Ich habe aus irgendwelchen Gründen bei Ahead in Time das gesagt, dass wir das spielen. Da meinte ich aber Just Cause. Hab halt verwechselt die Spiele. Obwohl ich es halt ganz deutlich angesagt habe. Wir haben schon einen Speicher, das lag daran, dass er aber meinen Ton nicht aufgenommen hat. Deswegen machen wir jetzt einen neuen Speicher da. Und ja. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Ich habe mich kein Stück vorbereitet, also ich habe ein bisschen mich reingelesen, so die Zeit und so, wann das spielt und so weiter, aber auch nicht mehr. So, ich mach mal Ton aus. Reise durch die Zeit. Erlebe Geschichte neu. Durch Abstergos Erkenntnisse über die genetische Erinnerung ermöglicht dir der Animus, in der Vergangenheit zu spielen. Mit diesem Produkt kannst du die echten Erinnerungen von Aveline de Grandpré nacherleben. Einer Assassinin im 18. Jahrhundert, die zwischen zwei Welten gefangen ist und ihre Bestimmung sucht. Das Gestern gehört dir. Geschichte ist unsere Spielwiese. Animus. So, ich hoffe, dass meine Stimme jetzt auch wieder da ist. Ist nämlich nicht so ganz sicher, ob die da ist oder nicht. Das ist halt immer so eine Kleinigkeit. Aber ja, was soll ich sagen? Wir spielen anscheinend eine junge Dame statt einen Protzkerl oder halt einen jungen Jüngling. Spielen wir mal ausnahmsweise tatsächlich eine weibliche Figur. Von der Zeitachse halt das erste Mal, dass das passiert. Und was machen wir erstmal? Offensichtlich hinter ein Hühnchen hinterherjagen, so wie es ausschaut. Zumindest so offensichtlich. Mein Vater versuchte mich wegzusperren. Komm zurück! Konnte es nicht einem solchen Eigentlich habe ich das schon lange erwischt, theoretisch. Perfekt wie die Plantagenarbeit, Monsieur. Nehmt diesen. Ein guter Arbeiter, stark und gesund. Ich hab dir gesagt, benimm dich, Kongo. Ja, das war die. Wie ich bereits erwähnte, Monsieur. Stimmt, die Zeit damals. Wie ein Ochse. Er ist gesund und komplett, bis auf die vierten Zehen. Maman? So, nächste Aufgabe, Mama zu folgen. Okay, das kriegen wir hin. Maman!
Crispin? Oh, ich habe die Maus noch nicht wieder umgestellt. Ich muss noch mich dran gewöhnen. Maman! Pardon, Madame. Du Göre! Rotzlöffel! Halt! Ich lasse dich verhaften! Oh ja, Kinderschubsen. Das kommt in jedem Bewerbungsschreiben gut. Übrigens bin ich ein Kinderschubser. Ja, so einfach mal so ein Bewerbungsschreiben schreiben. Kommt bestimmt prima bei solchen Arbeitsgebern offensichtlich. Alles klar. Läuft schon mal besser als beim ersten Anlauf. Da ist das nämlich aufgehangen. Und Alter, was geht denn da ab? Sind wir jetzt in Resident Evil? Okay, nein, Spaß beiseite. Aveline? Oh, ma chérie. Du hast wieder geschrien. War es der böse Traum? Oui. Nur ein Traum. Verzeih, dass ich dich weckte. Sch, ma chérie. Sch. Bitte, nicht entschuldigen. Eine Mutter sorgt sich. Auch eine Stiefmutter. Vielen Dank, Marlene. Hm. Tja, ja. Maman, sorgst du dich auch? Hast du mich vergessen? Oder bist du tot? War das gerade ein echtes Bild da im Medaillon? Es kam zumindest so vor. Auf jeden Fall ist die Nacht zu schade zum Schlafen. Okay, wenn sie meint. Gut, jetzt lädt es erstmal wieder 1000 Jahre, bis es dann irgendwas hat. Nur ein Albtraum. Sequenz 1. Volle Synchronisation. So. Mal gucken, was hier los ist. Es gibt Berichte über eine Plantage, von der Sklaven verschwinden. Die Besitzer meldeten ihre Flucht, doch unser Netzwerk findet keine Spur von ihnen. Als Sklaven gekleidet, kannst du das Rätsel vielleicht aus der Nähe begutachten. Ich habe an einer günstigen Stelle eine Umkleidekammer für dich eingerichtet. Von der Spitze der Kathedrale wirst du sie sehen. Okay. Dann begeben wir uns doch mal dahin. Da gerade mal runtergefallen. Excuse me. Seid da nur. Nee, aber das muss ich auch wieder mal bemäkeln. Also, wir Menschen sind ja tolle Wesen. Wir versklaven einfach unser eigenes Fleisch und Blut quasi. Nur weil es eine andere Hautfarbe kriegt oder was. Das ist halt so. Ja, gut. Ist halt Geschichte. Passiert halt. Das ist ja genauso auch mit Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ist passiert. Weil irgendwer mal schlechte Laune hat, kann man auch wieder sagen. Und so weiter. Also es sind immer so Sachen, dahinter fragt man nicht mehr länger. Weil man eigentlich nicht weiß,
Wozu soll man das hinterfragen? Ubisoft präsentiert ein Spiel von Ubisoft Sofia und Ubisoft Montreal. Also zwei Ubisoft Studios haben zusammengearbeitet. Also zwei Studios zusammen an ein Spiel gesetzt worden. Und das ist Assassin's Creed Liberty rausgekommen dabei. New Orleans. Ich konnte nicht so schnell lesen. Excuse me, das muss ich mal ganz kurz nachgucken. Dann den A. Sequenz. New Orleans bei Nacht. Die Dächer in Verkleidung meistern. So. Ich wollte es einmal hin für die Vollständigkeit. Einmal. Und natürlich, ihr wisst ja schon, das wird wieder ein Thumbnail. Im richtigen Augenblick natürlich. Muss ich halt gucken, wie ich das abpasse. Dann gucken wir mal hier rein. Achso. Interagieren. Was haben wir denn hier Feines? Eine Umkleide offensichtlich. Okay, was haben wir denn hier? Dame, Assassinen und Sklavin. Entschuldigung, da muss ich kurz aufschauen. Ich lese jetzt erstmal auch alles vor. Excuse me an alle, die jetzt ganz schnell machen wollen. Ihr könnt ungefähr, sagen wir mal, 1:30 vorspulen oder noch mehr. Weil das kann jetzt eine Sekunde dauern. Als Dame gekleidet ist Aveline schwach im Kampf und hat nur begrenzt Zugriff auf Waffen und Geräte. Die Dame kann Wachen bestechen oder betören. So. Als Dame steigt Avelines Bekanntheitsgrad langsamer als in anderen Kleidungen. Senkt den Bekanntheitsgrad, senkt den Bekanntheitsgrad der Dame, indem du in beliebiger Kleidung Zeugen eliminierst. Entschuldigung, das war halt gerade wieder Hänger bei mir, Entschuldigung. Die Dame kann nicht springen, klettern oder sprinten. So, als Assassinin gekleidet kann Aveline am besten für den Kampf gewappnet. Was? Also, Entschuldigung. Als Assassinen gekleidet ist Aveline am besten für den Kampf gewappnet und kann sogar die Fähigkeit Serienattentat einsetzen. Die Assassinen ist immer bekannt und wird von Wachen sofort erkannt. Senkt den Bekanntheitsgrad der Assassinen, indem du in beliebiger Kleidung korrupte Magistrate bestichst. Die Assassinen kann überall frei klettern. Und als guter Letzt, das was wir auch ausrüsten sollen. Als Sklavin gekleidet ist Aveline schwach im Kampf und hat nur begrenzt Zugriff auf Waffen und Geräte. Die Sklavin kann in der Menge oder in Gruppen von Arbeitern untertauchen oder indem sie Kisten trägt. Senkt den Bekanntheitsgrad der Sklavin, indem du in beliebigen Kleidungen Steckbriefe abreißt. In der Sklavenkleidung kannst du frei umherlaufen. So, und die rüsten wir jetzt auch aus, weil wir das machen sollten. Und gucken wir mal, wie es so funktioniert. Sprich, ob das auch überhaupt funktioniert. Die Plantage erwartet eine Lieferung. Die perfekte Tarnung. Versteck dich in einem Wagen und folge den Karren, um den Ort unbemerkt zu finden. Also wieder, achso, das ist wieder so eine Kiste, ne? Okay, egal. Ich kürze mal ab durch diese Hintergassen hier. Ich weiß halt auch nicht, ob ich das machen soll, so. Elle a dû abuser d'alcool.
Stimmt, wir können ja klettern. Die Dame konnte bloß nicht klettern. Ja, jetzt spät. Okay. Und erstmal einen Steckbrief abreißen. Und schon ist der Bekanntheitsgrad wieder ein bisschen gesunken. Also ich entschuldige mich schon mal zwischendurch. Kann es sein, dass der Ton ein bisschen herumspinnt. Ihr merkt es ja jetzt schon. Huch, oder auch das Spiel sich mal ganz gerne mal hinterhängt. Da muss ich auch wieder sagen, ich habe keine Ahnung warum. Oh, das ist nice. Das ist praktisch gerade, ausnahmsweise tatsächlich. Da sieht man mal, wie viel Liebe auch in Detail gelegt worden ist, dass diese Sprungbewegung auch flüssig ausschaut. Jetzt habe ich echt so ein Gefühl von Standbild manchmal. Vorher er hat gerade die Modellierhaltung eingenommen, wie halt eine Figur modelliert wird. Da auch zwei. Da hinten auch nochmal zwei. Sonst noch jemand? Ganz da hinten sind auch nochmal zwei. Die da auch. Könnte ich bitte weiterlaufen? Wie gesagt, es ist halt bei der ersten Aufnahme war es um einiges schlimmer eigentlich, aber das hier ist ja absurd schlimm. Also ich kann noch frei die Kamera bewegen und schwenken, finde ich ja gut. Aber ich kann halt gerade irgendwie nichts machen. Das ist ja halt so, ja, schön und gut, aber mach mal bitte was ändern. Was sagt denn im Moment die Aufnahmezeit? Das möchte ich auch mal ganz kurz wissen. Wenn ich denn mal eine Erfahrung bringen darf. Ach ja. Wenn man sonst nichts zu tun hat, ne? Alles klar, 18 Minuten und ein paar Sekunden. Jetzt kann ich auch die Kamera wieder nicht mehr schwenken, jetzt wieder. Vor allem schön, wie einfach auch solche Staubpartikel offensichtlich einzelne Objekte sind. Was ist denn da los? Also ich kann raus und rein tappen, wie ich lustig bin. Das funktioniert offensichtlich. Zumindest zu einem gewissen Punkt. Ach, komm. Tu mir das nicht an, Spiel. Wir sind einfach jetzt schon ungefähr 3 Minuten. Ich kann halt auch nicht Escape drücken. Ich werde gleich das Spiel einmal schließen müssen und nochmal spielen müssen oder was. Das ist einfach nicht gut. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn das Spiel sich entscheidet, doch weiterzulaufen. Okay, egal. Dann vergesst, was ich gerade gesagt habe. Ach ja. Plantagen infiltrieren und ohne entdeckt zu werden. Ja, das ist ja schon mal ein Anfang.
Sprich, ich begebe mich da hinten hin. Kann ich auch? Okay, ich kann damit auch joggen. Ich dachte, ich lasse dann die Kiste fallen oder so. Okay, ich sollte vielleicht nicht unbedingt permanent joggen, aber es geht alles gut. Alles klar. Das ist ja prima. Wer bist du? Wie kamst du an den Wachen vorbei? Wir haben hier schon genug Ärger. Und brauchen nicht mehr. Ich bin Aveline, eine Freundin. Es heißt, Sklaven seien entflohen. Doch keiner hat eine der Zufluchten erreicht. Wir befürchten das Schlimmste. Wenn du Spionin bist, Aveline, wirst du hier keinen Grund für Klagen finden. Meine Brüder verschwanden. Dann meine Tante. Heute meine jüngste Schwester, Therese. Es war keine Flucht, wie du sagst. Es war Raub. Und Therese würde alleine nicht überleben. Ich finde sie. Wenn jemand über diese Felder gelaufen ist, hat er Spuren hinterlassen. Okay, wir sollen also dementsprechend... Okay, das wird interessant. Wir sollen jemanden finden. Wir werden herausfinden, wo jemand ist, besser gesagt. Und ich wünschte übrigens, wo ich das privat mal gespielt habe, ich habe das auch mal für ein paar Minuten privat mal gespielt, da ich das gewusst hätte, dass man da einfach so über den Baum klettern kann. Ich bin immer 1000 Kilometer um den Kreis gerannt. Gut. Mal gucken, was wir so finden. Also, was ich auch noch nicht erwähnt habe, ich werde natürlich versuchen, Assassin's Creed dementsprechend auch auf 100% zu spielen, sofern es meine Fähigkeiten, die ich habe oder nicht habe, ermöglichen lassen. Hab keine Angst, Therese. Ich bin kein Feind. Und ansonsten muss ich mal gucken. Dein Besitzer? No. Sein Sohn. Oh, bitte hilf! Sei stark. Ich werde dich retten. Das wirst du büßen. Wachen, schnell! Wir haben Ratten im Stall! Weiß, war jetzt nicht gerade die sonderlich assassinartigste Kill-Session, aber hey. Ich kann einfach nicht mehr. Das ist nun vorüber, Therese. Folge mir. Wir müssen eilen. Entschuldigung, wenn ich mich ein bisschen amüsiere, aber der liegt da so, hey, guck mal, ich liege hier, hi. So richtig, naja, sehr specialig. Okay, dann gehen wir mal. Wenn die Tür auch schneller aufgehen würde, wäre auch nochmal schön. Wo ich mich ja ganz richtig freue, ist ja, dass das ja auch so toll ist, dass ich heute 3 Aufnahmen machen möchte. Wird lustig bei der Ladegeschwindigkeit. Es kann sein, dass ich viel herumschnippel. Schon mal Entschuldigung voraus. Das vielleicht schon im ersten Part vorhin auch schon, ne? Ach ja. Aber wie es ja so schön heißt, keiner darf was Heiles besitzen. Es muss immer irgendwas kaputt sein da dran. Oh, Aveline, meine Tochter, allein in der Dämmerung. Wo warst du nur? Nach dem Albtraum wollte ich Luft schnappen. Liebste Stiefmutter, ich bin erwachsen. Sorge dich nicht um meine Sicherheit. Du unterschätzt die Gefahren dieser Welt. Wenn nicht für dein Leben, dann doch für deinen Ruf. Warum bist du nur so eigen?
Ich wünschte, du wärst... Hör zu, Madeleine. Ich benötige deine Hilfe. Und es ist äußerst dringend. Was ist? Als ich fort war, hörte ich markerschütternde Schreie. Ich folgte ihnen und entdeckte eine Frau, eine Sklavin, schwer verwundet. Wo ist sie? Ich schicke Hilfe. Sie wartet in einem Wagen, draußen, auf der Straße. Aveline! Sei nicht böse. Ich wusste, du weißt, was zu tun ist. Ich konnte sie doch nicht einfach krepieren lassen. Oder schlimmer. Oder schlimmer? Du hast sie bereits einer Hetzjagd ausgesetzt, allein durch deine Unbesonnenheit. Nun gut. Ich werde mich nicht abwenden, nicht, dass du mir eine Wahl ließest. Ich sorge dafür, dass die Sache diskret behandelt wird. Oh, vielen Dank, Madeleine. Eile in der Zwischenzeit in die Stadt und besorge ihr neue Reisekleider. Spute dich, wir haben nicht viel Zeit. Alles klar. Und auf einmal ist es wieder tags. Dann, ich gucke mal eben nach der Zeit, das ist mir mal gerade wichtiger. Ja, dann mache ich hier jetzt an der Stelle Schluss, würde ich sagen. Das heißt, kann ich speichern? Kann ich hier einfach so speichern? Oder muss ich, ich glaube, ich muss einfach da fortsetzen, okay. Dann würde ich sagen, mache ich, wie gesagt, hier an der Stelle Schluss. Gucken, was dann im nächsten Part so abgeht. Ich weiß, ich habe das jetzt ein bisschen kurz, den Part und so weiter und so fort. Aber ihr müsst auch bedenken, was eigentlich los war. Ne. Moment, wir können als Dame nicht rennen. Gut, wahrscheinlich nicht sehr schnell rennen, also. Aber das hier ist doch schon ein Rennen. Ah, ich verstehe den Haken. Wir können nicht schnell wenden beim Rennen. Also wir müssen immer so eine Kurve am besten rennen. Aber klettern geht wirklich nicht, ne? Ne, genau. Da stellt sie sich stur. Gut. Dann würde ich sagen, wie gesagt, was beim nächsten Mal passiert mit der Kleidung, ob wir sie kaufen, ob wir sie nicht kaufen. Natürlich werden wir sie kaufen, logischerweise, aber... Ob wir es da hinschaffen, ist eine andere Frage. Ne? Voll cool, nicht gemerkt. Manche brauchen übrigens länger, bevor man da was kriegt. Aber ich kann ja nochmal, ich zeig das nochmal. Muss man ja auch mal zeigen, ne? Ja, die hat schon zum Beispiel 5 Kreise statt 3. Also es ist so eine Art Schwierigkeit. Die hier, 4. Kreise, sag ich schon, Striche. Mal sehen, wie viele hat die hier. Na, komm ich da mal ran. Die hat auch so 5. Oh, da waren noch 5, ne? Ja, genau. Ne, 4. Entschuldigung, die andere hatte wieder 3. Excuse me, ich habe mich verzählt. Na gut, jetzt sind wir hier. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's dann weiter. Von daher... Bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage, ich bin raus, euer Stars, haut rein.